Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen kleinen Angezockt, diesmal mit der Lies of P Demo. Das ist ein weiteres Souls-like-Game, was jetzt im September erscheinen wird. Und wir werden jetzt mal in die Demo reinzocken. Ich zocke das Ganze auf der PS5. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal von dem Spiel gehört habt. Weil ich habe das Spiel auf jeden Fall schon ein paar Jahre im Auge. Ich habe auch schon ein paar Videos dazu gemacht. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das steuern lässt. Wenn euch das Video gefällt, wenn ihr mehr sehen wollt, auch zum Release hin, gerne eine Bewertung da lassen, um das zu pushen natürlich, das Video, um zu unterstützen. Und gerne auch in die Kommentare schreiben, was ihr vom Spiel haltet. Habt ihr vielleicht auch selber jetzt die Demo gespielt? Habt ihr es vielleicht schon letztes Jahr auf der Gamescom gespielt? Weil da war so das Feedback, dass es sich so ein bisschen hakelig steuert. Ich bin selber jetzt mal gespannt und wir gucken rein. Ne? Geppetto's Puppet. We need your help. Tja, Freunde, Geppetto und Pinocchio. Wir sind in einer, ja, einer Variante einer Pinocchio-Welt. Und das fand ich schon von Anfang an so interessant, dass es vollgepackt ist mit so Maschinengegnern, Puppengegnern und so. Und es sah schon im ersten Gameplay vor Jahren schon richtig cool aus. I've been looking all over for you. Und dann schauen wir mal. Ich bin echt gespannt, wie sich das steuern lässt. Was haben wir hier? Jiminy! Oder Jiminy! I see they got Jiminy too. But we have to hurry. My name is Sophia. Please come to Hotel Krott and I'll explain what's happening. Jiminy, please escort him to the hotel. Die kleine Grille. Hab keine Angst, auch wenn dich im, wenn du dich im Nebel verirrst, der Grillenführer wird bei dir sein. Das ist sehr cool, ja. Ihr seht schon auch hier so diese, die, den Style des Posters und so. Das hat mich auf jeden Fall direkt angesprochen. Ich meine, ja, es ist wieder ein Souls-like, aber vielleicht eins der guten. Ja, mal gucken. Ich habe das schon mal gesagt, Souls-like-Games kommen mehr raus als Ego-Shooter heutzutage. Das musst du dir mal reinziehen, das ist... Boah. Verrückt, verrückt, was From Software da losgetreten hat. Das ist wirklich crazy, ey. Wie viele Games seitdem gekommen sind. Ob 2D, 3D, alles am Start. Not safe. Arm yourself with one of the weapons over there. It'll be helpful on your way to the hotel. Okay, wähle einen Kampfstil. Fahrt der Grille, Fahrt des Bastards, Fahrt des Sweepers. Ein ausgewogener Kampfstil, schnell, wendiger, der auf... Okay. Und Stärke. Mhm. Ich glaube... Ich nehme den schnellen. Ja, ich nehme den schnellen. Ich teste ihn einfach mal. Ah. Okay. Hier raus oder was? Ja. Apropos Gamescom-Demo. Wenn ihr die letztes Jahr gesehen habt oder gezockt habt vielleicht sogar auf der Gamescom, könnt ihr ja gerne mal reinschreiben, ob es diese gleich, ob es der gleiche Abschnitt war. Ah, okay. Let's go. Okay, nice. Also optisch finde ich das schon mal ganz gut, oder? Obwohl das Hemd sieht ein bisschen glitschig jetzt schon aus, aber... Ja. Und zack, ist sauber. Okay. Okay. Was ist das hier? Maximale Anzahl... Achso. Pulszelle. Verwende eine Pulszelle, um LP wieder zu erlangen. Es gibt eine maximale Anzahl an Pulszellen, die verwendet werden können. Wenn du nur das Maximum erreicht hast, wird die Zelle entladen. Boah, meine Nase, ich muss gleich mal meine Nase putzen, aber das lesen wir nochmal ganz kurz. Wenn du Feinde angreifst, während die Zelle entladen ist, wird die Zelle allmählich aufgeladen. Ach so! Das ist ja cool. Aber wahrscheinlich dauert es seine Zeit und dauert wahrscheinlich, man muss wahrscheinlich einige Gegner dafür töten, damit wir wieder eine Ladung bekommen. Sofort, sorry, kurz Nase, dann geht's weiter.
So, okay. Oh Gott. Allergie, Freunde. Der eine oder andere kann das von euch sicherlich nachvollziehen, dass es dann aus dem Nichts plötzlich so voll ist, die Name. Na gut, lassen wir das Thema lieber. So. Fabelkatalysator. Mhm. Trübes Ergo-Fragment. Okay. Ergo ist die Währung oben rechts wahrscheinlich. Okay, das sind natürlich absolute, also richtiges Kanonenfutter einfach nur. Abkürzung? Abkürzung bestimmt. Okay. So, warte mal, ganz kurz. Was haben wir hier in der Ausrüstung? Das ist die Waffe. Verteidigungsteile? Ach, das ist bestimmt die Rüstung, wa? Das sind die Rüstungsteile wahrscheinlich. Benutzbare Gegenstände. Das ist die Pulszelle. Das ist Schleifer. Repariert die Waffenhaltbarkeit. Ah. Mondlevel erhöht bei Gebrauch die Helligkeit. Ah, okay. Und das ist letzte Zuflucht. Sofortiger Charaktertod bei Gebrauch. Hm. Okay. Ich kann meine... Ach, da rechts die Leiste. Ah, geil. Cool. Das ist richtig cool. Mit dem eigenen Arm die Waffe erstmal schärfen. Oh, schön. Es werde Licht. Na, warum nicht? Ach, Leute, diese Anfängertricks. Und ich, ey, ich laber so auf cool und dann treffe ich ihn nicht, ey, Junge. Peinlich. Mann, ey. Gürtel benutzen. Oberer Gürtelslot, unterer plus dann Quadrat drücken. Okay. Für zusätzliche gedrückt halten X. Hm. So viel habe ich ja gar nicht. Das kommt davon, weißt du? Man sieht ihn schon und dann treffe ich ihn aber auch nicht. Na gut. Das ist ein bisschen Gewöhnungssache, weil ich muss ehrlich sagen. Also das Gamescom-Demo-Fazit habe ich mir natürlich reingezogen, weil mich das Spiel interessiert hat, von den Leuten, die das gezockt haben. Und viele meinten, es wäre ein bisschen hakelig zu steuern. Ich weiß nicht genau, was sie damit meinen, weil ich würde jetzt schon sagen, es gibt eine, vielleicht eine minimale Verzögerung oder sowas, wenn du schlägst. Ganz minimal. Und wir sind schon der schnelle Charakter. Ich weiß nicht, meinen die das damit? Ich sag mal, wenn ich schlage, sage ich einfach jetzt. Jetzt. Minimal. Vielleicht. Meinen die das damit? Weil es in anderen Spielen noch ein bisschen schneller ist oder so? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auch die Ausweichrolle. Sehr langsam, finde ich. Dafür, wie gesagt, dafür, dass wir wirklich der schnelle Charakter sind. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was sie mit hakelig meinen. Kamera vielleicht? Ist jetzt nicht super smooth wie bei anderen Spielen, aber es geht eigentlich. Yes. Sägezahnrad, was ist das überhaupt? Sorry. Was haben wir denn hier? Was ist denn? Fabelkatalysator. Fabelentladung. Ein Katalysator, der die Fähigkeit von Puppen ergänzt. Lädt Fabel schnell auf. Keine Ahnung. Wurfobjekte. Katalysator. Ich hole das einfach mal rein, ne? Meint er vielleicht diese Fabel, diese blaue Leiste da oben links? Was sind das für ein Geräusch jetzt schon? Hallo? Unter mir, glaube ich. Notiz eines Passagiers, mein Gott, ey. Wenn jemand diese Notiz findet, dann sollte die Person den Bahnhof verlassen und weglaufen. Halte dich auf jeden Fall vom Warteraum fern. Ich sah, wie dort eine riesige Puppe Menschen zu Tode schlug. Hört sich gut an.
Ich habe die Tür verriegelt, aber ich weiß nicht, ob das helfen wird. Zumindest sollte es die Leute davon abhalten, willkürlich einzutreten. Ich werde bald sterben, deshalb will ich euch helfen, auch wenn es nicht viel ist. Bitte überlebt, alle. Warteraum. Okay, das Ausweichen ist wirklich super langsam. Aber vielleicht auch, weil meine Ausdauerleiste gerade weg war. Ja, es geht eigentlich. Man kann sich damit anfreunden. Das ist einfach wahrscheinlich einfach Gewöhnungssache. Und wenn du dann jetzt einfach nur mal, wie ich das hier, kurz eine Demo anzockst oder auf der Gamescom eine Demo anzockst, wo sowieso nicht so, denke ich mal, das Feeling ist wie zu Hause, logischerweise. Dass du dann vielleicht noch ein bisschen mehr Probleme hast damit. Ich meine, man muss ja auch sagen, ich stelle mich jetzt auch nicht gerade super krass an. Was ist denn das unten rechts? Ach so, da ist doch sogar die blaue Leiste. Ach so, okay, ich kann jetzt einfach eine Leiste nehmen oder wenn die voll ist, drei. Okay. Bin mal gespannt, was das bedeutet. Oh Scheiße, war das schlau? Fixiergerät. Überall im Grat gibt es Türen und Leitern, die durch Vorrichtungen. Ach so, ja, einfach so. Abkürzung frecheln. Ach, der hat die Geräusche gemacht. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ich dachte, ich würde es aktivieren und nicht, dass er sofort zuschlägt. Oh Gott. Gut. Scheißdreck. Alles klar. Oh Junge, das ist wirklich... Alter. Das ist wirklich ein bisschen langsam. Okay, kein Problem. Okay. Machen wir direkt nochmal. Wo werde ich rausgeworfen? Kein Problem, alles gut. Boah, meine Nase, Alter. Die fuckt schon wieder so heftig ab, ja. Die Pollensaison, Freunde. Ah, ich freue mich drauf. Okay, hier werde ich rausgeschmissen. Okay, meine Sachen werden natürlich da gedroppt oder wie ist es hier? Werden die gedroppt oder nimmt das der Gegner mit? So, Seile! Ach so, die Kartusche kann ich auch immer wieder nutzen. Die lädt sich auch immer wieder auf nach dem Tod. Auch gut zu wissen, ne? Wird der reinkommen? Nicht, dass er mich von hinten überrascht. Alles klar, Bruder. Okay, macht noch einen dritten Schlag, du Drecksau, Bruder. Aha, aha. Aha. Ja, sieht schon anders aus, oder? Sieht schon anders aus, Boy! Ja. Schlüssel zum Haupteingang ist. Okay. Es wird wahrscheinlich die große Tür gewesen sein, ne? Die da vorne? Yes. Schön. Schöner Anblick. Es hat natürlich auch Bloodborne-Vibes, ist ja klar. Ne? Vielleicht war auch da deswegen die Erwartung auch so, dass es noch alles viel schneller und knackiger geht, weil Bloodborne ist natürlich Bloodborne so. So,
Ja, es ist halt, weißt du, Bloodborne ist Bloodborne. Brauchen wir nichts reden, brauchen wir nicht erwarten, dass irgendwie auch ein einziges Spiel von einem anderen Entwickler irgendwie an die krassen Games von From Software rankommt. Das wird nicht passieren. Das wird niemals passieren. Niemals wird das passieren. Das sind die Überkings. Wenn man natürlich aber trotzdem vielleicht mit den Erwartungen daran geht, dann weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Deswegen bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass einer von euch oder mehrere von euch die Demo gespielt haben auf der Gamescom. So, Stargazer oder Starkazer? Keine Ahnung. Benutze einen Stargazer, um LP und Ausdauer vollständig wiederherzustellen und deine Pulszellen aufzuwärmen. An dieser Stelle wirst du nach dem Tod wiederbelebt. Denk daran, dass damit auch Feinde wiederbelebt werden, nicht nur dein Charakter. Ich merke das richtig, wie meine... Ey, sorry, dass ich schon wieder nerven mit meiner Allergie, aber... A marvelous device the Stalkers used in the past. As we are not strong enough to beat the puppets. But if I lend my power to this Stargazer for a moment. Gather ergo, clever one. This Stargazer will make you stronger. But the Stargazer's strength doesn't last forever. So be careful with it. Hurry up and come to Hotel Krat. Okay, Stargazers. Stufenaufstieg. Vitalität. Einer mit. Achso, warte mal. Wir können das ja trotzdem mal angucken. Wenigstens ganz kurz mal angucken, wenigstens. Stärke, Selbsterklärung, Entschlossenheit, physischer Angriff. Maximale Ladung. Gibt es hier irgendwie so eine, wie heißt es hier, so eine Erklärung, was Legion heißt zum Beispiel? Was heißt denn Legion? Kann man das irgendwie sich erklären lassen, was das heißt? Technik? Auch Angriff? Legionswaffen? Achso, das ist der Arm, wa? Den Arm. Und Fortschritt. Feuer, Verteidigung. Cool. 824 brauchen wir. Lager benutzen. Was bringt denn so eins? Ach, 100 nur. Den Arm, den linken Stahlarm habe ich auch noch nicht benutzt. Perfekter Block. Okay, ich probier's. War das einer? Nee, doch nicht. Ach, da ist ein Hund. Ein Hund! Das erinnert mich natürlich jetzt hier in dem Abschnitt auch ein bisschen an Steel Rising von letztem Jahr. Was okay war. Genauso wie Phymnesia war auch okay letztes Jahr. Das sind alles so Spiele, weißt du, wie gesagt, das Souls-like-Genre ist, ich weiß nicht, das ist so überfüllt mittlerweile. Jeder will irgendwie ein Stück vom Kuchen ab. Jeder denkt, er ist der krasseste und so. Und deswegen gibt es aus meiner Sicht viel zu viele Spiele. Ich meine, Lords of the Fallen kommt ja auch, oder wie das jetzt auch immer heißt. Sieht geil aus, so von der Optik her sieht das alles geil aus, ja. Oder was habe ich denn dieses Jahr schon gespielt? Wie hieß das Spiel? Dieses, Wukong? Wulong? Habe ich auch gespielt, habe ich auch komplett durchgespielt, so auf Platin und alles. War in Ordnung, macht Spaß so, ja. Ich meine, diese Spiele von Team Ninja, die sind alle durchgehend gut. Auch Neo und so, die sind schon schlecht so. Vielleicht sogar mit die besten des Genres, außer natürlich From Software, weil... Egal wie gut ein Spiel ist, das sage ich ja auch immer wieder, egal wie gut ein Spiel ist in dem Souls-like-Genre, es sind trotzdem mindestens 2-3 Stufen entfernt, also für meinen Geschmack. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber für mich kann nicht ein einziges Spiel mit Dark Souls mithalten oder Bloodborne oder Elden Ring und so von irgendeinem anderen. Es funktioniert nicht, es funktioniert nicht. Keine Ahnung, das ist halt die Krux an der ganzen Sache, weißt du? Das ist halt die Krux an der Sache, auch für die ganzen anderen Entwickler, die sich sicherlich auch teilweise echt Mühe geben und auch gute Spiele raushauen, aber wie gesagt, man hat halt schon das Beste im Genre gespielt. Mehrfach! Das ist halt so das Ding.
So. Kisten zerstören, das muss man machen. Aber wenn ich das hier schon sehe, ey, haut doch einfach ein Bloodborne Remastered raus, ja. Haut doch ähnlich Bloodborne Remastered raus, obwohl nicht mal das bräuchte ich. Einfach nur 60 Frames Patch. Den gibt es sogar bei Bloodborne. Den gibt es sogar. Ein Fan hat sogar einen 60 Frames Patch gemacht für die PS4 noch. Glaube ich. Oder PS, oder für seine PS5 irgendwie. Auf jeden Fall hat ein Fan einen 60 Frames Patch bei Bloodborne. Ein Fan! Und es funktioniert. Sony kümmert sich einfach nicht drum. Ist nicht so, dass sie es nicht können, sie wollen es einfach nicht. Und ich verstehe nicht, warum die uns das nicht gönnen. Ich verstehe das nicht. Warum gönnen die uns das nicht? Warum geht ihr so schlecht mit Bloodborne, mit der Marke um? Was soll die Scheiße, Mann? Ohne Witz, da kriege ich schon direkt wieder Aggression, auch wenn wir hier Lies of P spielen. Ich liebe Bloodborne. Bloodborne ist eines der besten Spiele überhaupt. Also PS4-Generation sowieso und allgemein auch für mich zumindest. Und man will es doch nur mit 60 Frames spielen, ne? Und einfach vielleicht auch schnellere Ladezeiten. Aber ich würde die sogar in Kauf nehmen, die alten, obwohl, das ist schon hart. Das ist schon hart. Die Ladezeiten damals waren schon echt ekelhaft. Die waren schon echt ekelhaft. Wenn man gestorben ist oder wenn man da sich wegteleportiert hat. Aber 60 Frames, vor allem bei so einem schnellen Gameplay, das ist ein Muss, Mann. Ey, ich verstehe es wirklich nicht. So. Klares Ergo-Fragment. So klettern oder so können wir nicht, Mann. Unter den Kisten versteckt sie wahrscheinlich auch gerne Items. Oder? War ich da vorhin? Na egal. Fabelkünste. Benutze Dreieck. Benutze Klingfabelkünste. Während des Blockens verwende Grifffabelkunst. Waffen haben unterschiedliche Klingen und Griffe, die jeweils ihre eigene Fabelkunst haben. Fabelkünste verbrauchen Fabelslots. Verschiedene Fabelkünste verwenden eine unterschiedliche Anzahl von Slots. Lade Fabel, indem du eine mit Fabel tötest. Okay, gut, wir haben es verstanden. Ach, geil, das hab ich jetzt erst gesehen. Vielleicht könnt ihr nochmal zurückspulen bei dem Bild oben, dieses, wie heißt es, dieser Wachsstempel, dieser rote Wachsstempel, den ihr vielleicht so von allen Briefen kennt, da ist sogar die kleine Grille drauf, das habe ich jetzt erst zu spät gesehen, so kleine Details, ja, sehr cool. Da wahrscheinlich ausweichen oder einfach sich treffen lassen. Holy shit, oh shit, okay. Let's go, okay. Wenn seine Leiste. Dann können wir wahrscheinlich. Achso, wenn seine Leiste weiß ist. Weiß umrandet ist, dann können wir wahrscheinlich diesen Finisher ansetzen, oder? Wenn wir den Schlag aufladen. Hallo. Ist hier jemand? Okay. Das sieht geil aus. Das sieht so geil aus. Also, finde ich, als Style finde ich schon mal sehr cool. Aber ich glaube, die Kisten brauchst du nicht kaputt machen. Es sei denn, jemand von euch hat irgendeine Demo irgendwas entdeckt, ob es vielleicht doch irgendwie sich lohnt. Der perfekte Block, der muss noch warten. Sorry. Termit. Ey, das Feature, dass du deine Ladungen wieder aufladen kannst, indem du Gegner tötest, das finde ich echt ganz geil, ey. Das finde ich schon ein ganz cooles Feature. Komm doch. Ist der Typ jetzt auch hochgelaufen? Wo ist er?
So, sorry, ich muss schon wieder Nase. Tut mir leid. Geht sofort weiter. Okay. Das ist nervig. Das ist sehr, sehr nervig. Mal wieder. Ach, guck mal hier. Das haben wir vorhin gesehen. Venignis trinkt was? Was ist das denn? Repariert sofort Waffenhaltbarkeit. Mhm. Achso. Wir haben nur unser Ding. Wir werden ja jetzt nicht 1930 Gegner hintereinander besiegen müssen. Oder bekämpfen müssen. Das geht schon eigentlich, oder? Mit dem Arm? Was ist das für ein Move jetzt gewesen? Den wollte ich aber nicht machen. Nimm es doch einfach. Danke. Beim dritten Mal jetzt. Abkürzung, Baby. Sehr schön. Ich sollte mir den Luxus gönnen, einmal kurz zurückzulaufen. Wir müssen jetzt hier keine krassen Aktionen machen. Und dann muss ich schon wieder meine... Es tut mir voll leid, wa? Es tut mir voll leid. Ich kann nichts dafür. Ich kann nichts dafür. Ich will doch auch nur die Demo mit euch gemeinsam anzocken, aber naja, gut. Bisschen mehr Stärke. Jo, nehmen wir. Jetzt fehlt. Okay, so viel haben wir auf jeden Fall. Lager benutzen. Hau einfach alles weg. Hau weg alles. Vielleicht reicht es sogar für zwei Level. Es reicht nicht mal für eins. Was? Habe ich den nicht benutzt? Ach so, ich tue es ins. Ich bin so. Ja, okay. Sorry. Ich dachte, man könnte es. Warte mal, vielleicht kann man das ja. Vielleicht habe ich den falschen Knopf übergedrückt. Ne, nur lagern, ne? Nur lagern. Okay, gut. Gut, sorry. Dann müssen wir es doch hier übers Menü machen. Dann müssen wir es halt doch so machen. Nein, ich will es gar nicht ausrüsten. Ablegen. In welches Menü muss ich jetzt gehen, damit ich es einfach nur verbrauche? Tasche wahrscheinlich. Ja, hier. So, jetzt haben wir es. Das sollte doch reichen für zwei vielleicht. Yes. Perfekt. Okay, wartet. So, kurz Pause. Es tut mir leid, ich weiß. Aber passt ja, Nase und Pinocchio, ey. Das ist ein Feature, Freunde. Das ist ein Feature fürs Video. Okay. Machen wir weiter, bis die Nase wieder streikt. Ich habe mir auf jeden Fall jetzt nochmal einen extra Level geholt, damit wir uns noch einen Stärkepunkt holen konnten. Oder ich mir einen holen konnten. So, jetzt ist halt die Frage, wo war jetzt nochmal der Weg, ey? Ach, es reicht trotzdem nicht für... Oh, shit. Keine Ausdauer. Let's go. Hilfe. Das ist ja super gewesen jetzt. So, warte mal. Wo war jetzt nochmal der Weg hier? Hier wartet auch nochmal einer. Hier war der Weg, oder? Ja. Ja, machst du Stress nicht? Ein powerful parade puppet is blocking the entrance. And that's the only way in. So please. Be careful. Ist das einfach nur zum Training? Wahrscheinlich, oder? Was bist du für einer? Hello there. Welcome to Krat, visitor.
I didn't think there were any stalkers left to fight the puppets. You didn't hear? Figures. The whole organization fell apart. All that's left are wannabes and amateurs who think they can fight on their own. You ought to buy something while you're at the festival. You can't rely on yourself alone. Okay. Wir stellen die Paradenpuppen vor. Oh. Meint ihr, das wird der Bossgegner sein für die Demo? Mal schauen. Anleitung. Der ist gut. Wer liest denn Anleitung? Mensch. Oh shit. Okay, Parademeister. Hey, was geht? Oh shit! Werf! Und werf! Let's go. Yeah. Was macht der da? Was macht der da? Zweite Phase? Shit! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Okay, ich wollte irgendwie durch seine Beine durchdashen, aber das geht nicht. Das geht nicht. Let's go! Eine Ladung freigespielt. Shit! Ach, erster Versuch war gar nicht so schlecht. War doch okay eigentlich. Obwohl, ich habe sehr viel Wurfzeug benutzt. Aber die Ladezeiten können auch für meinen Geschmack ein bisschen schneller sein, Jungs. Und Mädels. Okay. Das ist doch cool. Wenn wir sterben, sind die Ergo vor dem Bossfightraum. Sehr cool. So viel Schaden haben wir aber auch nicht gemacht, oder? Na gut. Na, sind die penetrant? Nö, eigentlich nicht. So penetrant sind die gar nicht und jagen nicht durch das komplette Level wie bei anderen Games. Das ist wirklich chillig. Das ist echt cool so. Dass das da vorliegen bleibt.
Wieso mache ich denn am Anfang so viel Schaden jetzt gerade? So, also das waren ja zwei Schläge und es macht echt viel Schaden und dann vorhin in der zweiten Phase fast gar keinen Schaden oder was? Ach, sage mal, warte mal. Das ist mit der doppelroten Leiste. Ach, das sehe ich ja jetzt erst. Wir müssen die doppelrote Leiste, die weniger Farbe hat, runterkriegen auch. Immer nachsetzen. Okay, sag das doch gleich mal. Jo, alles klar. Deswegen hat er sich wieder so aufgeladen. Ich habe da nicht drauf geachtet. Ich habe nur auf die Bewegung von dem geachtet. Okay, auf jeden Fall aktiv dranbleiben. Let's go! Aktiv dranbleiben, okay. Das habe ich nicht gesehen, das habe ich nicht gesehen. Das habe ich jetzt erst gesehen. Dann wäre der letzte Kampf vielleicht direkt besser gelaufen. Oh, scheiße. Wow! Dann wäre der... Okay, das ist natürlich... Das ist wichtig zu wissen. Das ist mir überhaupt gar nicht aufgefallen bei den anderen Gegnern, weil du die eigentlich in einer Kombo die ganze Zeit platt gemacht hast. Das ist wichtig zu wissen. Okay, krass. Das, ja, ist wichtig zu wissen zum 10. Mal. Ja, ich weiß. Aber das heißt, so eine Erkenntnis, wow, ich habe Feuer gemacht. Seht mich an, ich habe Feuer gemacht. Oh Mann, ey. Aber ja, gut. Was habe ich da jetzt bekommen für ein Erz? Was war das jetzt? Scheiße, Mann. Hab mich jetzt so sehr abgefeiert. Keine Ahnung, muss ich mir im Nachhinein nochmal reinziehen. Ah, hier vielleicht. Ja. P-Organ-Fähigkeit, Aktivierungsvorteil. Aktivierungsteil. Einfach nur ein buntes, winziges Ergo-Fragment. Es aktiviert eine besondere Fähigkeit, wenn es mit dem P-Organ ausgerüstet wird. Es gibt eine besondere Art von Ergo mit einer anderen Farbe und Vibration. Die Werkstatt. Okay. Das ist wichtig zu wissen. gut. Okay. Wie gesagt, bei den normalen Gegnern ist mir das bisher gar nicht so aufgefallen. Und erst beim ersten Fight mit dem habe ich natürlich jetzt in erster Linie darauf geachtet, auf seine Schläge, auf seine Bewegungen. Um die natürlich erstmal zu checken. Aber okay, ist okay. Also bei dem besser geschlagen als bei dem ersten dickeren Gegner. Ne? Also ganz komisch. Es ist immer wieder so komisch, weißt du? Was war das denn jetzt? Achso. Können wir denen helfen, den Figuren? Nee. Das ist irgendwie immer ein bisschen komisch, oder? Also bei dem Bossfight, dass du da besser abschneidest als bei so einem normalen Gegner. The hotel security excludes puppets like you. So you'll have to lie to get inside. You're a special puppet after all. Du wirst lügen müssen. Irgendwie erinnert mich dieser Abschnitt auch so ein bisschen an den Karneval-Abschnitt von Nier Automata, falls ihr das gespielt habt, das Spiel. Wenn nicht, spielt es. Unbedingt. Nier Automata, eines der besten Spiele der letzten Jahre. Ja. Auf jeden Fall. Richtig geiles Game. Unbedingt nachholen. Ja. Da brauchen wir auch nicht das andere Nier gespielt haben. Man kann es vorher gespielt haben, man kann es auch erst danach spielen. Beides in Ordnung. Aber spielen. Zumindest optisch erinnert mich das so ein bisschen daran gerade. Also ich muss sagen, so jetzt, ja, etwas mehr als eine Bestätigung. Auch Materialien, okay. Also jetzt ein bisschen mehr als eine halbe Stunde, erster Boss besiegt. Es macht Spaß. Es macht echt Spaß.
Das ist ein guter Vertreter, glaube ich. Gibt es, was ich mich frage, nämlich, gibt es gerade vielleicht eine Möglichkeit? Eine andere Möglichkeit, wenn du sagst, nein, ich lüge nicht, dass du denn trotzdem da reinkommst? Oder musst du lügen? Weil das Lügen hat ja sicherlich irgendwelche negativen Auswirkungen auf uns, oder? Deine Federn reagieren. Ja. Was hat das für Auswirkungen, wenn wir da lügen? Vor allem, wenn wir vor die Wahl gestellt werden und das andere nehmen, also die nicht Lüge, sondern die Wahl nehmen, aber dann nicht weiterkommen, das ist ja auch der Blödsinn, weißt du? Deswegen muss es ja irgendeine Lösung gegeben haben jetzt hier, oder? Auch da, falls ihr das wisst, falls ihr das irgendwie ausgetestet habt in der Demo, dann lasst mich das gerne. Sind wir am Ende der Demo? Dann lass mich das gerne wissen, ne? War das die Demo jetzt? Finde ich in Ordnung. Okay, Freunde, ich würde sagen, das war's jetzt hier erstmal. Wir haben den ersten Boss besiegt, das wollte ich eigentlich noch erreicht haben. Die Demo geht auf jeden Fall noch einen Ticken weiter. Allerdings, auf der einen Seite will ich mir das selber ein bisschen aufsparen und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob ich das zeitlich schaffe, weil ich würde es gerne noch heute hochladen, das Video. Solltet ihr Bock haben, dass wir noch den Rest der Demo spielen, ich muss mal schauen, wie lange es überhaupt noch geht, ob sich das lohnen würde. Lasst mich das gerne wissen, ansonsten natürlich einfach die Demo selber ausprobieren. So nach dem ersten Boss muss ich sagen, ist ein schlechtes Spiel, ja? Also macht schon Laune. Ja, ansonsten, wie gesagt, hoffe ich, dass euch der kleine Einblick in die Demo gefallen hat. Und ja, wir hören uns, so oder so. Haut rein und tschüss.